Ich möchte Ihnen nochmals, Herr Bono Grönig, danken, dass Sie mir auch die wunderbare Heilkraft des Vaters, der Vermittler Sie sind, zukommen lassen. Wenn Sie mich sehen würden, so glaube ich, so hätten Sie, lieber Herr Grönig, selbst die größte Freude an diesem Erfolg. Dank Ihrem Entgegenkommen konnte ich doch nach 30 Jahren Krankheit geheilt werden. Ja, da hat Bratnikas gewohnt. Mutter mit Sohn. Das war eine Notwohnung, weil sie ihre Wohnung in Klagenfurt durch Bombenangriff verloren haben. Und da sind sie nach St. Veit gekommen. Viele Stunden verbracht bei ihnen. Wir kannten uns, weil der Sohn im Kammerchor war. Und ich war auch im Kammerchor. Und der hatte Kinderlähmung. Und da kam die Mutter zu mir und sagte, ich habe gehört, Sie waren bei so einem Wunderdoktor in Deutschland. Könnten Sie mir nicht davon berichten, dass mein Sohn, der Kurti, gesund wird? Ich wurde am 20.09.21 in Klagenfurt mit 7 Monaten und einem Gewicht von 1,35 Kilo geboren. Im ersten Lebensjahr erkrankte ich bereits an spastischer Kinderlähmung, an deren Folgen ich bis zum Jahre 51 zu leiden hatte. Mit 4 Jahren wurde Kurt Bratnecker 3 Monate lang von der Brust bis zu den Zehenspitzen in einen Gipsverband gelegt. Beide Beine wurden gegrätscht. Später musste er 8 Jahre lang an beiden Beinen Stützapparate tragen. Er wurde mehrmals operiert. Sehnen wurden durchtrennt oder verlängert. Im Krieg brachten 2 Nervenschocks eine weitere Verschlechterung. Er musste seine Stellung als Bankangestellter aufgeben und war verzweifelt. Durch Vermittlung von Fräulein Grete Holzbauer bekam ich das Buch Die große Umkehr von Dr. Kurt Brambler zu lesen. Als Erfolg war festzustellen, dass die erste große Besserung eintrat. Die Frau kam, nach 3 Wochen brachte mir das Buch zurück und sagte, wissen Sie, was geschehen ist? Ich musste seine Hosen um 10 cm verlängern. Denn es war bei ihm die Sehne verkürzt. Er konnte die Beine nicht strecken. Und deshalb musste er immer so gebückt gehen. Und die Sehne hat sich jetzt gestreckt. Er kann gerade gehen. Und jetzt sind die Hosen zu kurz geworden. Das Einwärtsdrehen, Schleifen der Beine, Klammer X-Stellung, hörte auf. Weiters kann ich die Kniebeuge leichter machen. Die Haltung des Körpers ist nicht mehr vorgeneigt und die Gleichgewichtsstörung hat nachgelassen. Die Geläufigkeit in den Fingern hat sich auch gebessert. Dann ist er in die Gemeinschaft gekommen und hat so schnell dann die Besserung und die Heilung bekommen, Stück um Stück, dass er ganz schnell gerade über die Treppe auf und ab gehen konnte. Es kam dann so weit, dass er ein paar Jahre später sogar Tanzkurs gemacht hat. Im Mai 1953 schreibt Kurt Bratnecker an Bruno Gröning: Ich möchte Ihnen nochmals, Herr Bruno Gröning, danken, dass Sie mir auch die wunderbare Heilkraft des Vaters, der Vermittler Sie sind, zukommen lassen. Wenn Sie mich sehen würden, so glaube ich, so hätten Sie, lieber Herr Gröning, selbst die größte Freude an diesem Erfolg. Dank Ihrem Entgegenkommen konnte ich doch nach 30 Jahren Krankheit geheilt werden. Jedenfalls bin ich Ihnen zum tiefsten Dank verpflichtet und wünsche Ihnen für Ihre Weiterarbeit Gottes Segen.